Wir kamen sofort in ein Gespräch über Mode und so, wie es Frauen so geht. Und dann war auch Liebe dabei. Sie erzählte mir, sie wäre schon so lang verliebt in so einen Mann, mit dem es keine Zukunft gibt. Und sie würde ihn nur samstags sehen. Er sagt, er zu Hause, er wird zum Fußball gehen. Er lügt verdammt schön. Die Frau im Zug fand ich sofort leider. Und ich spürte, ich hab ihr auch gleich gefallen. Sie war noch jung und war nicht zu beneiden. Solche Männer findet man doch überall. Das war sie irgendwann. Robert hieß, hat sie ihm verziehen und all seine Tränen im Haar. Und heute Morgen hat er sie sanft geweckt, da hat sie das Tattoo auf seinem Arm entdeckt. Und mir wurde ganz sonderbar. Es war doch nicht etwa so ein kleiner Schmetterling. Wusste gar nicht, dass die Dinge so verbreitet sind. Und ich sah mal kurz zum Fenster raus. Und mir gingen plötzlich tausend Lichter an. Er war gestern nicht so hart.